Der Kollege Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundesinnenministerin, eine schöne Bezeichnung, Frau Bundesinnenministerin, endlich eine Innenministerin in Deutschland. Mit dem Wechsel von der unionsgeführten Großen Koalition hin zu einer SPD-geführten Koalition auf Augenhöhe mit den Liberalen und den Grünen leitet sich tatsächlich in diesem Land ein Paradigmenwechsel ein. Und es ist gut, dass wir zu Beginn dieser Orientierungsdebatten gleich mit dem Bereich der Innenpolitik beginnen, um Orientierung zu geben. Meine Damen und Herren, wir sind angetreten, dieses Land zu modernisieren, aber auch entlang eines modernen Gesellschaftsbildes zu liberalisieren. Und das ist lange überfällig, und das wird diese drei Koalitionspartner auf Augenhöhe verbinden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was wir allerdings erlebt haben, ist, dass manche Dinge nicht ganz ein Bruch sind, sondern auch etwas Kontinuität gesucht wird. Die Union erleidet einen Phantomschmerz vergangener Regierungsverantwortung und tut so, als ob sie in den 16 Jahren, in denen sie Verantwortung getragen hat, mit alledem nichts zu tun hat. Sie suchen sich das so mal eben aus. Aber wofür Sie auch Verantwortung tragen, ist etwas, was für eine Erschütterung des Vertrauens in die Institutionen gesorgt hat. Sie haben die Sparrunden nach vorne gestellt, als es darum ging, Personale einzusparen. Der handlungsfähige Staat ist Grundvoraussetzung dafür, dass eben das gelingt, was nach vorne gestellt wird. Ja, es ist der Dreiklang von Freiheit, Sicherheit und, da darf ich ergänzen, liebe FDP, und Rechtsstaatlichkeit. Freiheit hat als Voraussetzung die Sicherheit, meine Damen und Herren. Nur wer sich sicher fühlt in diesem Land, wird auch seine und ihre Freiheiten ausleben. Und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, tarieren wir das neu aus. Ja, die Sicherheitsarchitektur, sie wird überarbeitet und evaluiert. Überwachungsgesamtrechnung ist das Stichwort. Aber alle Bürgerinnen und Bürger, die Demokratinnen und Demokraten in diesem Land, können sich sicher sein. Wer dieses Land und diese Demokratie, die erfolgreichste Republik, jeden Tag verteidigt, ob in den Vereinen, in den Sportvereinen, in den Initiativen oder auch dafür zu sorgen, dass man eben nicht den Raum den Rechtsextremen überlässt, die versuchen, mit Gewalt auf der Straße etwas durchzusetzen, was nicht Spaltung der Gesellschaft ist, sondern eine verächtliche Machung unserer Demokratie. Sie können sich sicher sein, wir sorgen dafür, dass dieser Rechtsstaat Sie schützen wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dazu gehört es auch, es anders auszutarieren. Ja, es entscheiden sich viele Millionen Menschen jeden Tag aufs Neue für diese Demokratie. Und Sie sind es, die dieses Land zusammenhalten. Ob in den Impfzentren die Ärztinnen und Ärzte, ob es die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler sind. Und wir werden viele Dinge nun endlich anpacken, die viel zu lange hängen geblieben sind. Ob es die Fragen des modernen Aufstellens des Bevölkerungsschutzes ist, liebe Union, dafür haben auch Sie Verantwortung getragen, dass nichts vorangekommen ist. Sie haben blockiert. Jetzt werden wir den Bevölkerungsschutz voranbringen. Wenn es um die Chancen im Cyberraum geht, dass wir auch Demokratinnen und Demokraten im Netz vor Angriffen, Hass und Hetze schützen, dann werden wir dafür sorgen, dass auch dort Freiheit geschützt wird und gleichzeitig Sicherheitsbehörden in die Lage versetzt werden, auch Straftaten zu verfolgen. Das muss zusammenkommen in einem demokratischen Rechtsstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden das mit Investitionen versehen, aber auch mit der Anpassung von Gesetzen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir das eine oder andere Gesetz, und das ist auch so fest vereinbart, es ist nicht nur die Freiheitskommission, anpacken. Aber es gibt immer eine klare Orientierung. Manche hier im Haus sind auf der Suche nach dieser Orientierung. Wir brauchen auch eine starke demokratische Opposition, die daran mitwirkt. Die herzliche Einladung gilt auch an diejenigen, und da möchte ich dann etwas an Herrn Höferlin anknüpfen. Ja, es ist eine Einladung auch zu einem anderen Miteinander in diesem Haus. Das Parlament wird eine sehr zentrale Rolle einnehmen. Dazu laden wir die demokratischen Kräfte ein. Wie das nicht geht, haben wir gesehen bei den Hetzern und den Spaltern, die das hier im Haus versucht haben, auseinanderzutreiben. Dieses Land ist ein starkes Land, es ist ein sicheres Land. Wir werden diese Bewährungsprobe unserer Demokratie mit Bravour bestehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ganz herzlich.